Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. American Truck Simulator ist endlich da, beziehungsweise auch für alle verfügbar. Leider muss ich wieder mal ein bisschen warten, wo ich das Spiel vorher hatte. Bei Guerrilla, Steam und so weiter. Na gut, wir wollen trotzdem anfangen. Es ist nicht viel anders als eigentlich der Euro Truck Simulator, aber dass wir natürlich jetzt in Las Vegas spielen. Hier fällt mir schon mal auf, wir haben jetzt wirklich echte Bilder und keine gezeichneten LKW-Fahrer mehr inzwischen. Ach du Scheiße, ey. da hat ein bisschen was von Gronk her, also die Frisur zumindest. Was nehmen wir denn hier? Ich hab keine Ahnung. Boah, das sieht aus wie ein Killer, ey. Aber irgendwie sehen die ganzen Gesichter ganz komisch aus. Ich dachte, der hier so ein bisschen, keine Ahnung, so unförmig. Also irgendwie sind die Gesichter sehr merkwürdig teilweise, also rein so optisch. Boah, ich habe keine Ahnung, was ich nehmen soll. Komm, nehme ich den hier. Keine Ahnung. Ja, bevor zu Fahrzeuge zur Zeit gibt es halt zwei. Das wird auch dann via DLC dann erweitert, weil Amerika ist natürlich sehr weit. Wir haben erst gleich zwei Staaten, also was ähnliches, zur Verfügung und zwei Regionen. Und ich würde mal sagen, ich nehme jetzt, man kann auswählen zwischen Peterbilt und Kenworth. Ich nehme Kenworth. Firmenlogo. Nicht gerade sehr viel. Ja, ich denke, ich nehme den Adler. Oh, wie nennen wir uns denn? Das ist eine gute Frage jetzt. Burning Transport. So. Wobei. Aber wisst ihr was, wir haben einen Adler als Logo, dann nehmen wir aber eher das hier, Transport. So, spielen wir in Kalifornien, ja, kann ich anders werden zur Zeit. Und, ja, wie soll man erstellen? Hoch! Ich habe die Musik ausgeschaltet, wahrscheinlich ein neues Profil. Spiele mit Tastatur. Nehme die Einfachsteuerung. Weil ich euch hier unnötig nerven möchte. So, die Musik müssen wir gleich wieder ausschalten. Dann. Bestand möchte ich starten. Ich möchte eigentlich gerne in. Kann man Las Vegas starten? Ja, Las Vegas. Ich will in Las Vegas starten. Tutorial nehmen wir nicht. Kennen wir aus Euro Truck Simulator 2, wie es funktioniert. Schauen wir uns mal an. Montag, 10 Uhr am Morgen. Also Auftakt frei wie der Winde. Okay, ich habe keinen Auftrag zur Zeit. Die müssen wir dann auch wieder zuerst holen. Die Musik werde ich gleich dann mal ausschalten. Ist eh viel zu laut. So, willkommen beim Eurotag, American Truck Simulator. Endlich hast du die Chance, auf seinem Townjob fahren eines LKWs. Deine Einsatzbaufirma hat nun ihre Porten geöffnet. Leider fehlt dir aber gerade da ein LKW. Bis auf weiter wirst du daher an das kennen wir, dass wir eigentlich jetzt zuerst einmal. Ja, okay. Zuerst mal Auftrag fahren müssen. Aber viel zu laut, ey. Ich muss echt mal ausschalten, die Musik. Abartig, wie laut das ist. Okay, und von Las Vegas nach Las Vegas Büroartikeln. Also ich werde mal kurz die Musik ausschalten hier. Audio. Musik aus, so. Radio schalten wir auch aus. GEMA und so, möchte ich auf YouTube kein Problem bekommen damit. So. Okay. So. So, jetzt ist die Frage wieder. Ich habe schon so lange nicht mehr Euro Truck gespielt. Achso, okay, das sind die Kamerasichten. Boah, wisst ihr was? Ich habe gerade festgestellt, die Nebengeräusche sind auch so unheimlich laut. So, okay. Okay, ich denke, es ist besser so jetzt. So, haben wir Sichten hier 5, 6, 3, 2, 1. Vogelperspektive, also lustige Perspektive. So,
Unser LKW, okay. Das Navi haben wir, kennen wir alle noch. Motoren. Dann fahren wir mal zum Ort hin, wo wir jetzt des Geschehens. Da hinaus, okay. Oh, wisst ihr was? Ich hab. Moment. Ich habe einen Blinker nicht eingestellt. Optionen. Und zwar Steuerung. So. Weil ich tue eigentlich gerne mit der Maustaste blinken. Linker Blinker. Rechter Blinker. So. Okay. Kann man diesen Blinken auch gescheit? Sehr gut. Okay, habe ich so. Oh. Kommen wir hier noch raus, bevor die uns ansetzen hier? Oh, Ja gut, komm, gehen wir durch. Jetzt müssen wir weiter ausholen, sonst geht ja gar nichts. Lass mich die Kurs durch. Mein Gott, schon die erste Kurve verkackt. Juhu, wir haben es geschafft, erste Kurve. So, okay. Und nicht geblinkt, super. Ja, das ist auch so. In Amerika sind die Ampeln. Wow. Coole Musik. Sind die Ampeln in der gegenüberliegenden Seite? Von dem her gesehen. Oh, im Flugzeug, cool. Oh, können wir fahren? Ja. Da muss ich echt daran gewöhnen. Sehr gut, okay. Gut, einnehmen. Oh mein Gott. Jetzt hat mich für eine für eine Seite Straße gewöhnen. So, jetzt müsste das irgendwie geradeaus sein. Oder wie sehe ich denn das? Vor allem, wer hat hier Vortritt? Oh. Oh. Das ist ein bisschen ungünstig. Scheiße. Wo sehe ich denn die Geschwindigkeit, wo ich fahren darf? Oh oh. Nein. Okay, jetzt Buße. Ach, Glück gehabt. Wo sehe ich denn die Geschwindigkeit? Au. Hallo? Wieso fährt er zurück, ey? Unglaublich. Okay, wir müssen jetzt rüber. Ne, aber echt, ey. Schau mal an, schon wieder bei Rot durch. Da war gar nicht was dafür. Ich war schon auf der Straße. Aber gut, okay. Immerhin werde ich nicht gebüßt dafür. So. Moment mal. Ja, fahr bei ihm nicht rein, bitte schön. Bisschen unpraktisch jetzt, was wir hier machen. Okay. Nein. Eingabe. So, okay, jetzt haben wir die Möglichkeit aus zu sagen, wie wir es machen möchten. Wenn wir die Ladung geradeaus einparken, ne, rückwärts einparken, wird 40 p. Geradeaus, Nummer sicher, geradeaus, 15 EP. Ja komm, mach mich schwierig. Gib schließlich mehr EP. Okay, dann müsste hier drüben nur sein. Okay, super. Ach du Scheiße, wie soll ich das bitte schaffen, ey?
klein ist denn der Wendekreis? Ja, super, ey. Ja, das ist nicht gerade einfach jetzt. Ja, ich versuche es mal hier zu drehen. Ich hoffe, das klappt. Ach du Kacke. Mein Gott. Rückwärtsgang. Ja, ich weiß, ich kann es jetzt so abgeben, aber ohne Bonus. Warte mal, warte. Vorne, nach vorne, vorne, den, den, den. So. Und Kurve, 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 Kurve. Okay, wir drehen, 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 drehen. Mein Gott, ey. Ich dachte, im Europäer haben wir so beschissene... Autsch. Beschissene Parkplätze, aber nee. Bei den Amis ist es nicht besser. Oh Mann, ihr amüsiert euch bestimmt schon, wie ich hier defaile. Ja, fast. Ne, sieht mal so schlecht aus. Könnte sogar. Oh je, schon fast wieder. So, mehr rüber, mehr rüber. Nee, es wird nichts, verdammt. Was? War das ganz kurz richtig? Mich verarschen, das war unmöglich richtig. Mein Gott. Ah ja, ich wollte es ja schwierig machen, ne? So, jetzt aber. So. Na komm, jetzt zähl bitte. Tee. Super, geschafft. 2 Minuten, 14 Minuten, okay. Ja, super. Ja, toll. Das hat ja wirklich viel gebracht. Super. Wir haben... Das ist auch neu. Kriegst du so viel Schäden, nicht Geldabzug. Es gibt CP-Abzug. Oder war damals beides? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, 15.000, sehr schön. Ja, okay. Ja. Ja, jetzt müssen wir natürlich das Aufträge annehmen. Und dafür gibt es nicht sehr viel. Jetzt können wir zum Schauen. Preis. Preis, Streckeneinheit. Sehen wir, wie viel wir eigentlich bekommen würden. 12 pro Meile, das ist ein sehr gutes Ding. 3000, ja, ich würde sagen, den nehmen wir im anderen Auftrag. Ach, stimmt, wir müssen gar nicht hinfahren, weil wir Auftragsfahrer sind. Sind wir immer gleich vor Ort und müssen losfahren. Hab schon ganz vergessen, dass das so ist beim Eurotruck, mein Gott, American Truck Simulator. So, okay. Okay, wo geht's hier raus?
Geh mal hier rüber mal. Nee. Das fängt schon gut an. Moment mal. Was ist das für ein Anhänger? Ach du Scheiße. Kein Wunder, da ist der an, so wie der. Okay. Boah, das ist so zweistufig, mein Gott. So. Blinken. Na, super klar, wenn ich rausfahren möchte, kommt einer entgegen. War sowas von klar. Na komm, fahr, Kollege. Ja, komm, mein Gott. Okay, wisst ihr was? Mit diesen Bildern verabschiede ich mich mal für heute. Hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr sehen möchtet, wie es hier weitergeht, schaut unbedingt morgen rein. Oder bis nicht morgen, aber zur nächsten Folge von American Truck Simulator. Bis dann, tschüss.